Moin Leute and yay, hello friends of Rail und Freunde des gepflegten Unboxing. Paket heute gekommen von MSL. Freue ich mich sehr gut, sehr doll drüber. Denn da gibt es auch im Prinzip eine eigene Geschichte. Es geht hier um ein Rocco Wagenset. Das ist erschienen jetzt im Februar. Klar, heute ist der 1. März und zwar hatte ich das nicht vorbestellt. Ich habe das erst, also gekauft habe ich das letzte Woche Montag. Und hier seht ihr gerade geschlossene doppelstöckige Autotransportwagen, beziehungsweise ich sage mal gerne Autoracks, wie haben mich sagen, geschlossene. Und zwar, die sind von Hobby Trade, die Fire, echt top verarbeitet, leider schwer zu kriegen, ich habe nur das eine Paar. Und hier haben wir jetzt welche von Rocco drin, und zwar ASR Altmann, die gelb-braun. Und ja, ich habe, wie gesagt, nicht letztes Wochenende, vorletztes Wochenende, Samstag, wurden die mir irgendwie gezeigt bei Google News, keine Ahnung. Ich so, nein. Da gibt es eine Vorgeschichte bei mir und da kommen wir hinterher zu. Jetzt packen wir das erstmal aus. Und das Problem war, die Teile zu kriegen, das Viererset. Einzeln kriegt man die im Netz bei eBay für 85,90, ist zu teuer. Ich habe die jetzt auch mittlerweile einzeln günstiger gefunden, weil ich hole mir noch zwei nach. Dann habe ich so 7 Wagen, 6 von denen hier. Und denen, das reicht denn für den ganzen Zug. Das sind ja doppelte Wagen. Und ja, ich mache nebenbei mit Aktien und da habe ich dann halt mit Gewinn verkaufen können. Zweimal. Deswegen konnte ich mir die ESU G1000 kaufen und die Wagen hier nachordern. Zum Glück, die sind nirgendwo zu finden, dass da so zumindest das Set. Einer meiner Lieblingshändler, kann ich ruhig sagen, Lokmuseum, hat die sogar für einen super Preis gehabt, aber da sind die auch absolut ausverkauft. Und ja, MSL hatte zum Glück noch welche für einen guten Preis oder das Set. Und gucken wir mal nach. Nein. Die Pico läuft so geil. Die 216er. Haben sie auch was richtig auf mich eingepackt hier. Leute. Fick mich Frieden. Schlaf mich Krieg. Meine Herren. Da könnt ihr sehen. Leute. Wie geil ist das denn? Alles schwer. Das, Leute, sogar auch schon Gewicht. Double Autoracks. Also ich freue mich wahnsinnig, dass ich das Set habe, aber wenn ich jetzt die Farben sehe, das sieht doch alles sehr plastisch aus. Viel zu gelb. Die sind zwar gelb, die Wagen, aber nicht so extrem. Na egal. Ey. 5 Griffe, warte mal eben. Das muss ich ja gleich mal zeigen, wenn wir einen ausgepackt haben. Das sieht ja geil aus. So, folgende Geschichte werden wir auspacken zu den Wagen. Ich war ja bis Anfang Oktober 2019 3,5 Jahre in der Nachtschicht. Einige wissen es, ich arbeite bei Mercedes am Band, bei Autos. Und da bin ich dann bei Tor 10 reingegangen. Und von hinten in die Halle. Und dann geht man da an der Eisenbahnverladestation vorbei. Gut, das war nicht die Lok. Ich wollte gerade sagen, was das für ein Summen. Und da stehen diese doppelten, also diese Doppelwagen sind ja Doppelstock. Hier passen Autos rein und oben. Stehen da immer in dieser Farbe. Und die habe ich dann jeden Tag zu Feierabend und zu Schichtanfang gesehen und ich so, was sind das für geile Dinger, warum gibt es die nicht im Modell? Ja, und wie gesagt, dann hat Rocco die gebracht, jetzt im Februar, ich wusste das wie gesagt nicht. Und was soll ich sagen, musste ich natürlich gleich versuchen, welche zu kriegen.
Ich will euch mal zeigen, wie gesagt, alles unvorbereitet. So, pass mal auf, Leute. Jetzt, Leute, jetzt kommt was, da habe ich gar nicht mit gerechnet. Weil als ich eben gerade die Verpackung rausgenommen habe und die Wagen von der Seite gesehen habe, da ist mir schon was aufgefallen. Und jetzt guckt, Leute, guckt rein, guckt genau rein. Was seht ihr? Nix zu Rüstteile. Boden auch nicht. Die sind komplett zugerüstet. Leute, geil, Alter. Ich hatte Maria noch gesagt, sie hat morgen Spätschicht. Ich sage, wenn ich von der Frühschicht komme, das morgen Spätschicht, weiß ja, was ich tue. Hier, die sind beweglich. Leute, ich hole mal eine Unterlage. Ich bin gerade ein wenig überrascht. So, wir haben es ein bisschen höher kontiert. Das ist ja also... Folien weg. Oh, gut Gewicht. So, Podest. Leute, pass auf. Die Faltenbalken hier, seht ihr das? Leute, pass auf. Könnt ihr das sehen? Endgeil, wa? Seht ihr das? Fester Rad von der Bremse? Montiert. Auf der anderen Seite auch. Hier auf der Seite hat er ja keinen Doppelwagen. Und jetzt zeige ich euch mal was. Leute, ich nehme die Kamera ab. Das müssen wir feiern zusammen. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Zuggerüstet. Alle Griffe dran. Trittbretter. Hier die Griffe. Diese Dinger müsste man nochmal immer notieren, Marok. Die Griffe sind dran. Das hier, guck mal eben. Das sind keine separaten Teile, die Öffner hier, die Klinken. Das ist aber nicht schlimm. Die sind separat. Komplett zugerüstet. Da auch, ja. Leute, wollen wir mal zeigen? Jetzt kommt ein Nachteil. Meine BCT Altmann 185-2 habe ich verkauft. Aber E-Loks habe ich genug oder Loks, was da vorkommt. Ich werde mir noch zwei weitere besorgen. Dann habe ich insgesamt 6 von denen und den ich euch gerade da gezeigt habe. Der fährt, das reicht dann. Ich zeige euch nochmal eben, das steht ja im Text. Wie gesagt, das ist ein 4er-Set. Packen wir mal den beiseite, dass der nicht runterfällt. Aber das mit dem Faltenbalken ist ja richtig cool, ne? Hier könnt ihr das nochmal sehen. Kamera wieder ein Stativ. So. Das ist praktisch 4 von den Wagen. 1, 2, 3. Der eine steht hier daneben und dann machen wir mal zu. Hier habt ihr nochmal Epoche 5. 4 Stück. HCCRS. Leute. Ich komme noch nicht klar. Rocco-Anhänger, die man nicht, oder Waggons, die man nicht zurüsten muss. Leute. Okay, wollen wir mal zeigen? Bis denne!